Willkommen, Freunde, zu Battlefield 5, zurück zu einem neuen Video zu Battlefield 5. Ich wollte mal ein etwas anderes Format ausprobieren. Wir sind nämlich jetzt hier einfach mal so am Start im Menü und ich kommentiere das nicht irgendwie im Nachhinein nach oder ich spreche das nicht nach, sondern wir machen das jetzt einfach alles mal in Anführungsstrichen live. Ich spiele und quatsche gleichzeitig. Finde ich interessant, das neue Bundle hier, wenn man mal guckt, so ein Symbol von den Deutschen, da vorne Brite, läuft irgendwie. Hat er wahrscheinlich geklaut. Wirf deine Bomben mit Stil ab. Ja, ja. Alles klar. Ja. Angeblich ist ja wieder, sind ja wieder 2 Wochen rum, ne? Dann kriegt man ja auch wieder Dingens hier. Neues Arsenal. Da schauen wir gleich mal rein. Wöchentliche Missionen interessieren mich mittlerweile schon gar nicht mehr. Ja, 100 Battlefield-Währung. Was kann man sich damit kaufen? Quasi nix. Deswegen, naja. Ich warte ja immer noch mit meinen Coins auf irgendwas richtig Geiles, aber kommt irgendwie nichts mehr. Kommt irgendwie nichts mehr. Hier hast du halt wieder die ganzen verschiedenen Flugzeugskins. PBI ist cool, Panzergrenadier ist auch cool. Von dem hier gibt es noch eine richtig nice Version, die immer noch nicht raus ist. Ich nehme mal an, dass sie vielleicht so in, ja, Ende des Jahres so, an Weihnachten wahrscheinlich kommt die raus. Achso, Moment, ich wollte noch was nachschauen. Nee, nicht hier. Was ist das? Okay, cool. Wieder für irgendwelche Waffen, die keiner spielt. Okay, was ist das für ein Aufsatz? Soldaten. Okay, Einwohner. Einwohner, alles klar, okay. Geistführer. Ich finde die Hose von Geistführer sieht cool aus, mit den Stiefeln. Sieht so ein bisschen Fallschirmjägermäßig aus, also im Sinne von Airborne, hier von den Amerikanern. Wir sehen aber, dass fürs Vereinigte Königreich, nur Wortgulasch hier, weiß schon gar nicht, was ich sagen will. Aber mit der Pilotmütze auch eigentlich. Also an sich, der Skin sieht gar nicht schlecht aus, aber... Warum für die Briten? Warum nicht für die Amerikaner? Keine Ahnung. Der Wilde... Ja, der sieht echt wild aus. Bergsteiger haben wir schon. Sonnenstich brauchen wir jetzt nicht. Eliten. Wenn jemand von euch gönnen will, hier für 4000 könnt ihr euch das ganze Elite-Pack holen. Sind die alle hier am Start. Aber dafür sind wir nicht hier. Wir wollen spielen. Haben wir schon länger kein Battlefield 5 mehr gespielt. Okay, ist das alles? So wenig Server? What the fuck? Auf Durchbruch. Nehmen wir auf Eroberung noch mit. Wer das nicht kennt, Schnellfilter hier, ne? Aktualisieren. Ich filter immer nach den vollsten Servern und guck dann immer hier so runter, um euch mal so ein bisschen zu erklären, wonach ich meine Server aussuche. Durchbruch Provence ist eigentlich, oder Provence, sorry, bevor ich es wieder falsch ausspreche, ist immer so ein bisschen meh. Ich habe ja wieder voll Bock eigentlich auf diese ganzen Pacific Maps, ne? So ein bisschen. Ich weiß nicht, kommt danach noch was Geiles? Pacific Storm kommt nach Wake Island. Das ist doch mal geil. Gehen wir mal hier drauf. Versuchen es zumindest. Wir sind in Warteschlange. Ich werde das natürlich alles so ein bisschen abkürzen und zusammenschneiden, damit ihr jetzt nicht hier eine halbe Stunde mit mir in der Warteschlange hängt. Okay, gucken wir mal. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Fängt schon gut an. Scheiße. Ich habe ziemlich viel Battlefield 1 gespielt in letzter Zeit. Ich frage mich ja, ob hier wieder irgendwelche Hacker unterwegs sind, ne? Das sieht schon ziemlich danach aus. Aber ich will eigentlich auch gar nicht Eroberung spielen. Ich muss auch in alle Richtungen gucken, nicht nur dahin. Das Geschütz, ich weiß, es sieht cool aus, aber es ist halt leider einfach nur ein Geschütz, ne? Das schießt dich nicht an, wenn da kein Gegner dran sitzt. Wenn du schon so siehst unten rechts, dass so ein Sunny einfach so weit weg ist, so 13 Meter, dann wird er auch nicht vorbeikommen und dir Hallo sagen. Deswegen kannst du da getrost einfach abhauen. Oh, da hinten ist wieder der Scharfschützenhügel. Okay, da war keiner. Au. Hau ab. Nein, kletter doch! Du scheiß Kacksoldat, warum kletterst du nicht? Ich finde das immer so geil. Normalerweise hat man immer diese Drecksklettern-Animation, dass er über jeden Ministein drüber klettern will, der Soldat. Aber dann hast du dann so einen fetten, aufgebrochenen Bunker und da will der nicht drüber klettern, ne? Der kriegt zu viel, ey. Das ist echt unglaublich. Das ist das, was mich am meisten stört in Battlefield, ne? In Battlefield 1 gibt's das auch. Das ist auch etwas, was mich in Battlefield 1 mal aufgeregt hat. Kletteranimation. Das ist so schlecht gemacht. Freunde, ich hoffe, die ändern das. Da kriege ich immer zu viel mit, ey. Ich weiß, Realismus, bla bla, und ich bin auch immer dafür und so, ne? Aber hier, bei solchen Steinen, jetzt macht das natürlich nicht, ist dann ja der Vorführeffekt. Aber bei manchen fängt er dann da an, so wild rumzuklettern. Das geht nicht. Das ist scheiße. Das ist absolut kacke. Medic! Ich rette dich, Kollege. Ey. Ist ja eine normale Granate. Jetzt habe ich ihn in die Luft gejagt. So, Freunde, ich habe mal nachgeschaut.
Es gibt aktuell keine Pacific Map Rotation, auf der gerade Durchbruch läuft. Deswegen habe ich mich für Salomon entschieden mit Eroberung. Danach kommt Twisted Steel. Vielleicht nehmen wir da auch noch ein bisschen was mit, je nachdem, wie schnell wir hier in der Runde durch sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ja hier diese Salomonen-Map eigentlich immer noch ziemlich geil. Und ich verstehe aber auch irgendwie nicht, warum es so schwer ist, dieses blöde Easter Egg zu lösen, ne? Dieses blöde Dutch Easter Egg mit dem Predator oder nicht Predator, was auch immer man da sehen wird, es wurde immer noch nicht gelöst, glaube ich, ne? Okay, da hinten hängt irgendwo einer. Da ist er. Hab ihn gesehen. Da ist er, da ist er. Ob ich den jetzt erwische, ist die andere Frage. Ist er schon links von uns? Ah ja. Ihr wisst, wie es läuft im Dschungel, Freunde. Fressen oder gefressen werden, ne? Da muss man schon ziemlich aufpassen. Okay, da scheint keiner zu sein. Das sind halt zwei. Man guckt immer, oder ich mach's immer so, ich guck mal auf die Minimap unten links. Ne? Wenn ich sehe, ich laufe irgendwo hin und vor mir sind zwei blaue X, weiß ich, okay, da sind Leute von mir verreckt. Da muss ja dann doch irgendwie was sein, ne? Das ist ja dann schon mal so der erste. Oh, ein Regenbogen, schätze ich das mal ein. Das ist dann so der erste, Anhaltspunkt, sage ich jetzt einfach mal, den man dann hat, um zu schauen, ist da irgendwie Gefahr im Verzug oder nicht. Hier ist irgendwo ein Scharfschütze, glaube ich. Wir wollten ihn eigentlich abmessern. Abmessern, abstechen, wollte ich sagen. Aber der hat uns leider entdeckt. Aber den hier nehmen wir mit. Hallo, mein Freund, wie geht's dir? Wahrscheinlich nicht mehr so gut jetzt. Messer am Bauch. Das Krokodil ist mir auch bisher nur einmal im Wasser begegnet, ne? Ich weiß nicht, das hat, glaube ich, einen bestimmten Namen gehabt. Und als ich das erste Mal und einzige Mal gesehen habe, aua, habe ich mich so dermaßen erschrocken, das war echt unglaublich. Weil das war direkt an mir dran irgendwie. Ich will eigentlich nie auf C, ich mag D und E. D und E sind meine Lieblingsspots auf der Map. Das macht am meisten Spaß, da zu spielen. So in Richtung Dschungel und so, das ist eigentlich mal ganz cool. C ist mir immer so ein bisschen viel Action und viel Chaos, da blickt halt keiner durch irgendwie. Okay, Headset. Okay. Was macht die da? Alter. Das ist für dich. Erste Hilfe. Okay. Hier läuft auf jeden Fall irgendwo wer. Nein! Mann! Die ganze Zeit dachte ich, er wäre mein Feind. Und auf einmal kommt der Squad-Teammate rein und dann kommt der Feind rein. Das ist natürlich scheiße. Neuer Versuch. Komm, hast gerade so schön auf den geballert. Geht das keiner? Wollte doch sagen, irgendwas höre ich. Hallo, wo ist denn das Ding? Ah, da. So. Tja, wo ist Dutch? Ich weiß noch, am Anfang, als die Map gerade rauskam, habe ich hier Stunden verbracht auf der Map. Da habe immer Community Game Server aufgemacht, ohne Leute drin. Und irgendwie versucht, das zu lösen, aber hat natürlich nie funktioniert, ne? Ich bin gerade ziemlich verwirrt. Wo kommt das alles jetzt her? So, ist jetzt bei dir noch einer? Mit Sicherheit, ne? Oh, da ist eine Pack. Ah, ne, hier ist keiner. Okay. Okay, gehen wir mal. Oh, jetzt ist doch noch einer hier. Ich würde gerne einmal darüber gehen gleich. Oh. Nein, da ist noch einer. Oh. Ich will erst heilen, ich will erst heilen. Ah, ich will erst heilen. Chill. Okay. Läuft. Aus der Hüfte raus hier. 6-2, guck mal, es geht doch schon besser jetzt hier. Das ist doch schön. Wenn dieses blöde Erobern nicht mal so lange dauern würde, dann könnte ich auch mal gucken, ob das Easter Egg gerade aktiv ist. Ist immer schwierig, ne? Weil wenn wir D haben, dann kann man da mal spawnen. Dann kann man mal schön gucken gehen. Wieso ist da ein Scharfschütze mit Grabenstützen? Stützen. Scheiße. Mann, ich wollte doch nur gucken gehen. Warum haben wir wieder so ein Drecksteam, Alter? Oh Mann, ey.
Wir haben nur D und das, weil wir das erobert haben, Freunde. Was macht unser Team in der Zeit? Gar nichts macht das Team. Unglaublich. Okay, wir versuchen es nochmal. Oh, da sind noch zwei Teammates von mir. Haben wir den jetzt oder haben wir den nicht? So, ich gehe jetzt einfach mal hin. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Hier müsste normalerweise Blut hängen, auf einer dieser Pflanzenblätter, Bananenblätter, aber das tut es nicht. Und was wir jetzt machen, Freunde, ist folgendes. Wir gehen jetzt hier durch den Tunnel, gucken mal hier oben, ob da Dutch ist, wahrscheinlich nicht. Und jetzt flankieren wir eh. Auch etwas, was die wenigsten machen. Effektiv. Gerade auf Durchbruch. Aber auch auf Eroberung, weil da rechnet eigentlich fast nie einer mit. Die meisten laufen ja immer irgendwie zur Action. Ich meine, für einen selbst ist es natürlich ein bisschen weniger actionreich dann. Aber ihr seht schon, zwei Teammates sind bei uns gespawnt. Der eine geht wieder zurück durch die Höhle, warum auch immer. Schon ein bisschen chillen, ein bisschen gucken, weiß ich nicht. Aber wir gehen jetzt zu E. Wir schnappen uns jetzt E. Irgendeiner aus unserem Team muss ja Initiative ergreifen und hier irgendwie versuchen, was einzunehmen. Warum stellt jemand da eine Falle auf, Alter? What the fuck? Und was ich mache, ich gehe nicht immer da lang, sondern hier durch die Büsche. Weil hier kann man sich immer ganz gut verstecken, so, ne? Und hier auch, hier vorne. Hier so. Wenn dann mal so ein Feind kommt, dann kannst du hier so ein bisschen pieken, immer ein bisschen gucken. Ups, ne, ich wollte nicht aus dem Dings raus, so. Hier ist eigentlich doch ganz gut. Da vorne ist irgendwo ein Panzer da hinten. A und B hat unser Team eingenommen. Okay, das ist ja schon mal was. Es gab auch irgendeine Taste, mit der man die Skalierung der Map einstellen kann. Ich dachte immer, das wäre N. Achso, es ist ja auch N. Okay. 130, 33 und 65. Wir machen immer das Höchste. Hier seht ihr, wie das Wasser da so ein bisschen runtertropft. Das sind alles so Details, ne? Da achtet man eigentlich gar nicht so wirklich drauf. Warte mal, ey, warte, ich will mit, ich will mit, ich will mit. Warum versteckst du dich dahinter? Warum ist das Auto Gefahr? Verstehe ich nicht. Oh ja, ich höre was. Da war einer. Seht euch das an. Gefährlich, oder? Oh, da ist auch einer. Oh Gott. So, Headset. Wo sind die? Hier. Erste Hilfe. Ich sehe noch keinen. Die hängen auf jeden Fall irgendwo da hinten. Wieso ist das so ruhig eigentlich auf dem Server? Was ist denn da los? Oh, wieder der mit seinem blöden Grabenstutzen. Zisch ab, Alter. Schon gesehen, Kollege. Wo ist dein Freund? Hängt er mit Sicherheit auch noch hier irgendwo. Er ist ja schon weitergelaufen. Was? Wie schnell hat der uns denn erwischt? Wo wusste er, dass wir da waren? Hacker, Alter! Okay. Ich finde das immer so geil, alle schreiben direkt, nice Wallhack, Cheater. Oh Mann. Man muss aber auch sagen, die Grease Gun ist aus der Hüfte im Nahkampf eigentlich schon ziemlich strong. Aber ich finde, so zu schießen mit der Waffe, so mit Kümmel und Korn, ist halt immer ein bisschen... Oh jo, das ist ein Panzer. Ist ein bisschen schwierig. Aber der fährt einfach weiter, alles klar. Ciao. Wir ignorieren den einfach mal dezent. Ich höre hier wieder irgendwo was. Doch nicht. Aber bei so einer Dschungelmap weiß man nie, ey.
Nein, ich wollte gerade runterspringen, Manu. Oh. 25 Tickets haben wir noch. Okay. Wir haben alle drei Punkte verloren da hinten. Wieder nur A zur Verfügung hier. Mann, Mann, Mann. Was spielen wir denn gerade? Spielen wir die Amerikaner? Ja, das ist gut, denn das heißt, dass wir auf Twisted Steel eventuell in der nächsten Runde Dingens spielen. Die Deutschen. Und dann kann ich eventuell einen Panzer klar machen. Ich habe irgendwie mal wieder Bock auf einen Panzer. Wieso kann ich hier nicht durch? Hier ist doch gar nichts. Hä? Ich kriege aber auch keinen Schaden, ne? Okay. So, Freunde, das war's erstmal mit der Folge fürs Erste. Ich habe noch einen zweiten Part auf Twisted Steel. Der kommt in den nächsten Tagen dann auch noch raus. Dann kriegt ihr wieder ein bisschen mehr Battlefield 5 Content auf jeden Fall auf dem Kanal zu sehen. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und rein und ciao, ciao.